Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout 4. Und heute machen wir erstmals die größte Reise, die wir jemals in Fallout gemacht haben. Und zwar gehen wir auf nein. Gehen wir nach Diamond City, das wollte ich sagen, genau. So. Dann ist das nämlich jetzt mit den Dingern da, mit meinen Favoriten auch ganz okay. Das wird eine riesige Reise bis nach Diamond City, aber sie muss sein. Außerdem werden wir dann das Ödland kennenlernen. Mit all seinen Gefahren und seinen Bahnübergängen. Und wir hätten auch einfach die Brücke nehmen können, aber macht ja nichts. Und vielleicht treffen wir ja noch einen Händler oder irgendetwas dazwischen. Wer weiß es nicht, wer weiß es nicht. Man kann es nicht wissen. Okay, hier ist die Autobahn. Das ist schon mega beeindruckend. Ist das eine zweistöckige Autobahn? Sieht ein bisschen so aus, oder? Ich bleib mal lieber auf der Straße. Ich glaube, das ist ein kleines bisschen besser. Fühle ich mich zumindest sicherer. Hier hat es ein Brahmin nicht geschafft. Oh! Nein, falsche Taste. Ja, mal ganz ehrlich, für Wettkakerlaken brauche ich nämlich keine. Und dieser Moskito, ne? Für Wettkakerlaken brauche ich keine Schusswaffe. Das sind solche Billigdinger. Aua! Ey. Blutkäferrüssel, der bringt doch nicht mal was, oder? Oder war das dieses Ding, woraus ich die Bluterspritze machen kann? Ich glaube, dann ist das zum Geldverdienen ganz praktisch. Das kann sein. Was ich mich halt nur wundere, manchmal erscheinen hier so Gegner aus dem Nichts. Also wirklich so aus dem gar nichts. Und ist die Reise hier nach Diamond City so wie in Fallout 3 damals nach River City? Wofür man durch das Ödland der Hauptstadt musste. Boah, ich könnte jetzt was essen, echt. Fleisch vom Mischlingshund. Komm. Und ein gutes Meyerlurk-Fleisch. Ich nehme diese ganzen Pflanzen einfach mal alle mit, lieber. Wenn sie so direkt auf meinem Weg sind, sowas wie da hinten, muss ich dann nicht extra dahin gehen. Das ist mir zu aufwendig. Aha. Oh. Ja, die radioaktiven Fässer sind nach wie vor radioaktiv. Radioactive Running Man bin ich hier. Oha. Das ist natürlich eine Mega-Stimmung hier. Mit der Ampel. Finde ich gerade. Also solche Details liebe ich. Solche Details kann Fallout. Sie können zwar nicht hinkriegen, eine Erstmission zu machen, aber solche Details können sie. Und hier ist eine Stadt. Welcome to Covenant. Aha. Höchst interessant. Hey, blick dem Brahmin nicht ins Auge, wenn du Verstand hast. In diesem Job wird man nur alt, wenn man damit rechnet, dass einen alle töten wollen. Ist das ein Händler? Entschuldigung,
Bitte Rüstung zum guten Preis, falls es dich interessiert. Das ist ein Händler? Was für Sachen hast du denn? Ich verkaufe Rüstungen für die Leute vom alten Stockton, außerhalb von Bunker Hill. Ich verkaufe klugen Ödländern seit Jahren Rüstungen. Die Dummen gehen hier mit leeren Händen weg. Aber sie bleiben nicht lange dumm, wenn du weißt, was ich meine. Ja, handeln. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Meine Preise sind final. Falschen bereitet mir Kopfschmerzen. Ja, der hat Geld. Oh, das ist ein Traum. Endlich können wir Sachen verkaufen. Boah, du bist mein Held, ganz ehrlich. Du bist mein Held. Nee, das hat kein Gewicht. Erstmal diese schweren Sachen, Gasmasken. Wunderbar. Minuteman-Outfit behalte ich mal. Lieber das Palettenkleid will ich auch behalten. Diese Sackkapuze? Sackkapuze meine ich. Mit Riemen, ein brauner Anzug, ja. Rosenmusterkleid behalte ich mal auch. Die Schweißerbrille kann ich verkaufen. Die Sturmmaske kann ich verkaufen. Wieso habe ich den nicht an? Gewicht 10. Aber eigentlich will ich sowas behalten. So, sortieren wir das mal nach Schaden. Die Minigun. Brauche ich zum Beispiel echt gar nicht. So, so eine Pistole. Sagen wir, brauche ich auch nicht. Annehmen. So, jetzt hat er natürlich schon ein bisschen zu viel Geld. Meine Rüstung. Was kann ich denn gebrauchen erstmal? Kleidung. Mehr hat er wahrscheinlich auch nicht, oder? Ja. Wenn er schon sagt, dass er Rüstung verkauft. Metallrüstung. Rechtes, linkes Bein. Schadensresistenz. 7 rechts. Ja. Das könnten wir theoretisch machen. Linkes Bein, rechtes Bein. Da kann ich wieder ein paar Waffen verkaufen. Das leichte Impro-Gewehr. Diese Impro-Pistolen. Noch eine Impro-Pistole. Das Impro-Revolver-Gewehr. Der Kaliber Nummer 5, die behalte ich mal lieber. Ich bin am Überlegen, ob ich das verkaufen soll. Ich glaube eher nicht. Impro-Repetierer-Pistole. Ja komm, dann behalten wir das. Eine Schrotflinte würde mir auch reichen. Ein E-Ring, den verkaufe ich ganz bestimmt nicht. So, diese T-45er-Kacke. Ushanka. Verkaufe ich mal. So, mein diverses Zeugs. Zum Beispiel die Tattoos. Was habe ich denn für Waffen? Ich Schrot 308, Zellen und 10er. Und was hat der für Munition? 38er. Kann ich gar nichts mit anfangen, okay. Was ist das? Plus 1 Stärke und Ausdauer. Linker Arm. Habe ich noch nichts für den linken Arm, oder? Ja. Ich sortiere das auch mal. Ja. Linker Arm. Chance von 10% einen Nahkampfangriff bei einem Treffer zu entwaffnen. Oh.
Oh, 15.000er Wert. So viel habe ich nicht. Machen wir erstmal das hier. Ja. So, dann habe ich erstmal Geld. So, der hat kein Geld mehr. Hey, zumindest ist es ehrliche Arbeit. So, ich habe ganz viel Gewicht verloren, jetzt wenigstens. Die doppelläufige Schrotflinte. Können wir hier mal bei den schweren Sachen mit reinmachen. Das ist eine Pistole. Die Molotow-Cocktail. Eigentlich brauche ich sowas nicht. Eigentlich nicht. Aber wir können ja hier sonst nichts machen. Aber ich bin echt froh, dass wir einen Händler gefunden haben. Ganz im Ernst. Okay, das darf ich nicht. Covenant? Wenn nicht, geh weiter. Du weißt ja, bewaffnete die Rumlungern. Nicht gut für die Nerven. Ja, das ist wahr. Aber das ist Covenant? Heißt so etwa dieser Ort? Ja, wir sind echt im Aufwind. Ein Halt für Händler und dergleichen. Wir sind nicht groß, haben aber einiges zu bieten. Ein Arzt kann dich hier zusammenflicken. Es gibt sogar Limonade. Naja, so nennt dieser sie. Einen kleinen Haken hat die Sache aber. Wir lassen nicht jeden rein. Es gibt einen Eingangstest. Wir nennen ihn den Safe-Test. Jeder muss ihn ablegen. Okay, und das bedeutet was? Interessant. Jetzt mal ganz ehrlich. Wofür ist der Test? Weißt du was? Keine Sorge. Safe ist einer dieser Psychotests. Nur ein paar Fragen, die du beantworten musst. Willst du den Test ablegen? Wenn du bestehst, lasse ich dich rein. Ja, stimmt wohl. Wenn es sein muss. Nimm Platz, dann können wir anfangen. Okay. Muss ich mich da hinsetzen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss mich da hinsetzen, auf den Stuhl. Los geht's. Es gibt keine falschen Antworten. Ein wild gewordener Wissenschaftler brüllt dich an. Ich werde meinen Quantenhammer Nein, wie geil ist das denn bitte? Ich werde meine Quantenhammer in ihre Photonenresonanzkammer stecken. Wie lautet ihre Antwort? Professor, würde das nicht eine Photonenresonanzwelle erzeugen? Tja, wenn er das machen würde, gäbe es eine parabolische Stabilisierung der Spaltungssingularität. Ein Praktikum in der Klinik und ein Patient mit einer seltsamen Infektion am Fuß humpelt durch die Tür. Die Infektion breitet sich rasend schnell aus. Aber der Arzt ist kurz weg. Was machst du? Wie fucking geil ist das denn bitte? Wie fucking geil ist das denn bitte? Wir versorgen den Bereich so gut wie möglich und desinfizieren ihn möglichst medizinisch. Ich behandle die infizierte Fläche so gut wie möglich. Du hast medizinische Vorkenntnisse. Du entdeckst einen kleinen Jungen in einer Höhle. Er hat Hunger und fürchtet sich, besitzt aber anscheinend auch Diebesgut. Was machst du? Ich nehme ihm das Diebesgut ab, melde ihn dann aber beim Aufseher. Ich bringe den Jungen in Sicherheit und übergebe ihn den Verantwortlichen. Sehr seltsam. Glückwunsch, du hast es in einem Football-Team geschafft. Welche Position möchtest du? Der KOAT, wie geil ist das denn? Aber ich will lieber Fußball spielen. Ich spiele kein Baseball, ich spiele Fußball. Bist du dir da sicher? Naja, nächste Frage. Deine Großmutter lädt dich zum Tee ein. Doch du bist überrascht, als sie dir eine Pistole gibt und befiehlt, jemanden zu töten. Was machst du? Ich frage meine Oma nach einer Minigun. Ich will schließlich nicht daneben schießen. Nein, ich schütte ihr den Tee ins Gesicht. Ich schütte ihr meinen Tee ins Gesicht. Natürlich. Der alte Mr. Abernathy hat sich wieder in seiner Wohnung eingesperrt. Wie gehst du vor? Wie geil ist das denn bitte? Ich öffne das Tor mit einer Haarklammer. Ich nehme eine Haarklammer und knack das Schloss. Scheiße, wie fucking geil. Warte, nicht antworten. Weiter. Oh nein. Du hast Strahlung abbekommen und eine mutierte Hand ist aufgewachsen. Wie sieht die optimale Behandlung aus? Ah, shit, ey. Ich glaube, ich entferne die
das Ding mit einem Hochpräzisionslaser oder ich nehme eine hohe Menge Antimutagen. Nehmen wir den Präzisionslaser. Ich schneide das mutierte Gewebe mit einem Präzisionslaser raus. Technologische Neigung. Ein Nachbar besitzt das allererste Heft von Grognak der Barbar. Das willst du haben. Wie kannst du es am besten bekommen? Ich wische ihm nachts K.O.-Tropfen ins Getränk. Nein, ich tausche es gegen meinen wertvollsten Besitz. Ich tausche es gegen eins meiner Comichefte ein. Wir sind fast fertig. Letzte Frage. Du findest es lustig, deinem Vater einen Streich zu spielen. Du gehst in sein Badezimmer, wenn niemand da ist, und... Dann tausche ich dort die Blutzuckertabletten gegen Zuckerpillen oder was das war aus. Oder ich löse die Rohre. Sobald er das den Wasserhahn aufdreht, wird es schon lustig. Ich könnte natürlich auch ein paar Cherrybombs in die Toilette legen. Oder ich manipuliere den Rasierer und dann kriegt er einen elektrischen Schlag. Ich mache aber gerne das mit den Medikamenten. Ich tausche seine Blutdruckmedikamente gegen Zuckerpillen aus. Der Test ist beendet. So wie du hat noch nie jemand geantwortet. Aber du hast bestanden. Ich öffne das Tor. Da fehlt aber noch eine Frage. Wer ist unbestreitbar die wichtigste Person in der ganzen Vault, der wir unser ganzes Leben verdanken haben, unsere Sicherheit und einfach alles? Willkommen in Covenant. Das war gerade die absolut genialste Szene in ganz Fallout 4. Ganz im Ernst. Ich bin... Nicht für ungut, aber ich habe noch einen Berg an Arbeit. Ich bin glücklich. Ich bin der Rest meines Lebens. Das ist... Hat das jemand gesehen? Ich hoffe, das hat keiner gesehen. Ted. Jeder andere in der Stadt würde gern mit dir reden, aber... Aber du nicht. Ja, ich verstehe schon. Ja, wir dürfen die leeren Milchflaschen nicht nehmen. Natürlich. Vor kurzem kam eine Karawane. Die haben für den alten Stockton gearbeitet. Du hast sie gesehen, oder? Ich hab doch schon gesagt, ich kann mich nicht erinnern. Hier ist viel los. Das ist nicht Diamond City. An eine Karawane mit 5 Leuten erinnert man sich. Dann waren sie bestimmt nicht hier. Sag mal, willst du nicht lieber eine Limonade? Ich bin nicht hier, um Limonade zu trinken. Ich weiß, dass sie da waren. Was soll das ich Ganze? Ich sollte nicht ich mit dir reden. Helfen, Mister, ich aber hab ich nämlich erinnere zu tun. Nicht. Hör mir gut zu. Ich gehe der Sache auf den Grund. Bist du aus der Gegend? Hoffentlich nicht. Ich habe genug von diesen Landeiern. Wieso? Magst du das hier nicht? Hast du ein Problem mit den Leuten hier? Dieses falsche Lächeln und das geschwollene Reden machen mich kirre. Je eher ich weg bin, desto besser. Weißt du irgendwas über Stocktons Karawane? Über die Karawane? Eine Karawane? Wovon redest du überhaupt? Ich soll für den alten Stockton seine Karawane finden. Was davon noch übrig ist, befindet sich vor der Stadt. Ihr letzter Halt war hier. Also habe ich versucht, alles zusammenzusetzen. Aber ich komme nicht weiter. Ich habe ein Angebot. Hilf mir, Stocktons Leute zu finden. Dann teilen wir uns die Belohnung. Es gab mindestens einen Überlebenden. Und ich beabsichtige, meinen Vertrag zu erfüllen. Die Karawane zieht weiter, der Sultan hält durch. Überlebende? Nach wem suchen wir? Die wichtigste Person ist Stocktons Tochter Emilia. Ich habe keine weiblichen Leichen gefunden. Es gibt also Hoffnung. Wie der, was passiert jetzt gerade? Gibt es einen Berg Kronkorken von Stockton? Na dann, nehme ich das Angebot an. Klingt gut. Bin dabei. Hier ist alles, was ich über die Karawane weiß. Ich habe keinen Beweis, aber Covenant ist daran verwickelt. Irgendwie. Ich sehe mich weiter um. Sag Bescheid, wenn du was findest. Ja, du siehst aus wie Witcher 3 hier, der Typ. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, wie er heißt. Der Perimeter-Geschütztürme durchführen. Noch das. Und wen haben wir der? Tut mir leid, ich habe zu tun. Okay. Wenn du zu tun hast, dann... Nee, Butcher Beat. Ich bin nicht mit der Siedlung verbunden, kann ich also nicht bauen. Okay. Also es ist natürlich eine schöne Siedlung, muss man so sagen. Ach, das ist der ehrliche Dan. Wer ist das? Der Jacob Orden. Ich würde sagen, wir machen erstmal Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.